Ich hab Hunger. Hey, hier ist Alex von der Guten Mensch und willkommen zu Good News. Heute mit dem Vince. Hi. Wir probieren heute mal die Too Good To Go App aus. Das ist eine Essensbestell-App, die so ein bisschen gegen Food Waste und Lebensmittelverschwendung sich einsetzt. Und außerdem ist die App auch noch sehr gut für alle Leute, die jetzt nicht immer die vollsten Taschen haben, was das Geld betrifft. Also für Studenten oder bald arbeitslose YouTuber. Denn bei der App können sich Restaurants anmelden, Bäckereien, Cafés und die sagen dann, wie viel Essen die normalerweise wegwerfen pro Tag, denn das macht jedes Restaurant und jedes Café und die kann man sich oder das weggeworfene Essen kann man sich dann mit Tickets sichern. Und das auch noch sehr günstig, zum Beispiel bei einer Bäckerei bekommt man, ich würde sagen, 70% Rabatt zu dem, was man eigentlich bezahlen würde. Oh ja, und mindestens. Das gleiche gibt es auch bei Restaurants. Das heißt, man kann sogar was Warmes für sehr, sehr günstiges Geld bekommen. Genau, und das haben wir jetzt auch gerade mal gemacht. Wir haben uns 2 Tickets bei einem vegetarischen Restaurant hier in Köln gesichert. Und da fahren wir auch mal hin. Dann würde ich sagen, let's go. Auf geht's! Und während wir uns auf den Weg machen, erkläre ich euch mal kurz, wie die App funktioniert. Nachdem ihr die App startet, kriegt man eine Liste angezeigt von Restaurants und Bäckereien, die Tickets zur Verfügung stellen. Oben rechts kann man dann filtern, von wann bis wann man Zeit hat, das Essen abzuholen. Dann werden einem auch nur die Restaurants angezeigt, beziehungsweise Cafés, Bäckereien, die zu der Zeit Essenstickets anbieten. Meistens ist das dann so eine Viertelstunde, bevor der Laden schließt. Beziehungsweise manchmal gibt es Mittags- und Abendstickets, dann ist es oft kurz bevor das Mittagsangebot endet. So zum Beispiel auch hier beim Govarda Restaurant. In der App wird einem kurz der Laden beschrieben, es sind Bilder verlinkt, auch die Adresse ist zu sehen, die linkt dann sofort zu Google Maps, sodass man sich direkt die Routenplanung anmachen kann. Und die Website von dem Laden ist auch verlinkt. So kann man dann alles mögliche nachchecken, wie viel es normalerweise kosten würde, wann die Öffnungszeiten sind, was es da für Essen gibt. Da man sich ja hier Tickets holt für Essen, was am Ende des Abends übrig bleibt, kann man sich nicht wirklich was zusammenstellen, sondern das macht dann der Laden vor Ort. Wenn man jetzt zum Beispiel vegetarisch oder vegan lebt, dann empfehle ich schon vorher bei dem Laden kurz mal anzuklingeln und nachfragen, hier, was bleibt denn da normalerweise übrig, womit kann ich rechnen? Wenn man sich für einen Laden entschieden hat, bekommt man Tickets in der App und mit der App muss man dann zu dem Laden gehen. So, Sie haben 2 Boxen. Genau, 2 Boxen. Und halt für uns ist auch noch gut, wir müssen das Essen nicht irgendwie aufbewahren, irgendwie versuchen wegzugehen. Ja, oder wegwerfen. Wegwerfen sowieso das Schlimmste. Ja. Aber meistens essen wir selber, aber man kann auch jeden Tag das volle Portion immer essen. Genau. Das ist alles vegan. Es ist alles vegan. Ich bin so glücklich gerade. So, da sind wir wieder. Das Essen war super lecker, oder? Wie fandest du das Essen? Es war mega gutes Essen. Es war veganes Essen. Also alles vegan. Der Besitzer hat uns gesagt, dass meistens alles komplett vegan ist und wenn nicht vegan, dann auf jeden Fall vegetarisch. Ja, das Govardhan ist nämlich ein rein vegetarischer Laden. Seit 2003 gibt es den hier in Köln. Ich kannte den vorher noch gar nicht. Ich habe auch noch nie was davon gehört und bin überhaupt super nicht. Froh, dass ich den jetzt kennenlernen durfte. Ja. Und das auch noch so günstig. Ja, 2,90 € haben wir bezahlt, jeder für sein Gericht quasi. Ja. Richtig viel Geld gespart, super Essen kennengelernt, einen super Laden kennengelernt. Der Besitzer ist auch echt freundlich, also falls ihr Bock habt, schaut da mal vorbei. Aber schaut auf jeden Fall bei der Too Good To Go App vorbei, was bei euch so in der Nähe zu finden ist. Es lohnt sich einfach auf allen Ebenen, also jedem ist geholfen. Mhm. Man kann bargeldlos bezahlen. Ja, das ist auch noch ein großer Faktor, also einfach mit PayPal-Konto ist man angemeldet auf der App, holt sich den Gutschein fürs Essen, der wird dann beim Ladenbesitzer einfach abgehakt und man kriegt sein Essen einfach sein in die Hand gedrückt. Lässt sich nur empfehlen. Lässt sich nur empfehlen. So. Dankeschön, Vince, dass du das mit mir jetzt ausgecheckt hast. Auf jeden Fall gerne. Und schon sind wir wieder im gewohnten Setup. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ich gerne sagen würde, und zwar die Charity-Tauschaktion geht endlich weiter. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich versuche in 2018 einen Gegenstand so weit zu tauschen, bis er irgendeinen Wert hat und dann diesen Wert spenden. Ich habe angefangen mit einem Kakaolöffel, dann ging es weiter zu Kopfhörern, dann ging es weiter zu Schallplatten und die Schallplatten bin ich jetzt auch losgeworden für das hier. Das ist wahrscheinlich nicht gesund für die Birne, sorry. Eine Standard-Softbox, wie sie jeder YouTuber bei sich zu Hause rumfliegen hat. Ich habe auch eine, beziehungsweise 2, eine hier vorne, eine da unten und kann die nur empfehlen. Falls ihr also Interesse daran habt, dann schreibt mir gerne euer Angebot unten in den Kommentaren oder auf meinen Social-Media-Links. Also, um nochmal auf das Video zurückzukommen,
Too Good To Go, eine coole App. Danke an Vince. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. All das, was man so sagt. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann, wann auch immer ihr mich das nächste Mal sehen wollt. Ciao. War's doch, oder? Ja. It's a wrap. Oh, das hat gewackelt.